sehr geehrter Sparkojote, sehr höflich schon mal unterwegs. Ja, dafür. Er sieht's uns komplett durch. Richtig krass. Neben meinem Hauptdepot, welches ich ein 29 Jahre alter Mathematik- und Physiklehrer ist, er, nämlich mit einer Sparrate von 1250 Euro pro Monat auf den, ich glaube, das ist der Vanguard FTSE All World, wenn ich mich nicht erinnere, bespare und nur aus diesem ETF besteht, hat er ein Zweitdepot bei dem oder bei einem Neo-Broker, Gratis-Broker, bei welchem er seinen Spieltrieb in Einzelaktien auslebt und welches er gerne vorstellen möchte. Also das heißt, es ist so sein Zweitportfolio, eigentlich den Hauptteil des Geldes, die 1250 Euro pro Monat, fließen einfach in einen ETF rein, in einen einzigen wohlgemerkt. Und ich glaube, das ist der Vanguard FTSE All World. Ich habe nämlich den ISIN hier. Und ja, das die WM25 ist mal sehr verdächtig. Und ja, natürlich ist mir klar, dass dies alles andere als ein 70-30-Portfolio ist. Die entsprechenden Portfolio-Performance-Daten habe ich angefügt. Dennoch glaube ich, dass dies für Sie und Johannes Lord sowie Ihre Zuschauer durchaus sein könnte, da es mir nicht darum geht, möglichst schnell möglichst viel Bargeld mit diesem Depot zu verdienen, sondern ein Endlagerdepot mit Einzelaktien aufzubauen. Was ist ein Endlagerdepot? Naja, was bedeutet das? Investieren und liegen lassen und vergessen, glaube ich. So wie so ein Atommüll-Endlager oder wie? Ja. Okay. Ja, genau. Das ist eigentlich ein Endlager. Ja. Du packst das da rein und da bleibt das dann bis in die Ewigkeit. Ja. Mit dem ich ruhig schlafen kann, insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem ich keinerlei eigenes Geld in Einzelaktien investiert habe. Im Wesentlichen analysiere ich eine Aktie und bestimme den Wert, den ich bereit bin, für eine Aktie zu zahlen. Anschließend vergleiche ich noch diesen Wert mit dem aktuellen Kurs. Liegt der Kurs unterhalb dieses Wertes, so lege ich ein Limit unterhalb des aktuellen Wertes, wenn ich von einem weiteren Rückgang des Preises ausgehe, in den Markt. Einsatz je Position ca. 500 Euro fällt die Position um mehr als 10% unter den aktuellen Wert, so ist erneut eine Analyse nötig und eventuell wird nochmals 500 Euro nachgeschossen und ermittelt, wie viele Aktien ich zum Einsatz erhalten kann. Also er schreibt jetzt hier mehr oder weniger auch, wie er dann entsprechend neue Positionen kauft oder auch Positionen nachkauft, nach welchen Regeln. Also er setzt sich ja eigentlich Regeln anhand von prozentualen Werten, wie er dann weiter einsteigt und weiterfährt, was auch durchaus Sinn macht, so Investmentregeln zu haben, jetzt unabhängig von, was für ein Depot ihr habt. Anschließend ermittelt er die Anzahl der Aktien, welche ich zu meinem ursprünglich ermittelten Wert unter Berücksichtigung der Steuern verkaufen muss, damit ich keine Verlust, sondern einen kleinen Bargewinn neben den verbleibenden Aktien, die quasi risikofrei im Depot bleiben, erzielt. Okay, also er holt dann seinen Einsatz raus. Er holt seinen Einsatz raus, oder? Und lässt dann die Gewinne laufen. Ah, und er schreibt jetzt kurz gesagt, jetzt habe ich es gecheckt. Ja, ja. Kurz gesagt, genau. Er fasst das jetzt nochmal, glaube ich, kurz zusammen. Let's go. Verkaufswert für X minus Y Aktie minus Steuern minus Kaufwert für X Aktie muss positiv sein und ich behalte dann Y-Aktie. So, ich habe es nicht verstanden. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Verkaufswert. Verkaufswert, lassen wir mal die Klammern weg. Verkaufswert minus Steuern minus Kaufwert muss positiv sein und ich behalte dann Y-Aktien. Ich glaube wirklich, das heißt, er holt den Einsatz raus. Ja, habe ich ja gesagt vorhin. Das ist, glaube ich, einfacher zum sagen, ja. Ich glaube, so verstanden. Ja. Die Berechnung hat mich jetzt verwirrt, aber er holt einfach den Einsatz raus. Das heißt, sein Einzelaktiendepot lässt er einfach nur die Gewinne laufen. Nachdem ich letztes Jahr kurzzeitig eine fünfstellige Summe hier im Feuer hatte, habe ich mir nun hier ein Limit von Höhe von 2 Monatsgeldern, also 7.000 Euro als maximalen Einsatz gesetzt. Derzeit habe ich noch keinen Cent dieses Geldes investiert. Sind die 7.000 Euro weg, dann wird kein Geld mehr nachgeschossen und das Depot läuft nur noch durch die Reinvestition von Dividenden weiter. Wie gesagt, nutze ich dieses Depot zum Ausleben meines Spieltriebs und auch als Ausgleich zu meinem Job als Mathematik- und Physiklehrer an einem Gymnasium. Seht ihr? Daher kommen die ganzen Berechnungen und mathematischen Begriffe, Mathematik- und Physiklehrer halt. Ja, da ist er zu Hause, ne? Das ist aber auch voll gut. Daher bereitet es ihm sehr viel Spaß, mathematische Modelle zu erstellen und betreffende Werte mathematisch zu ermitteln. Über eine Vorstellung und Bewertung des Portfolios würde er sich sehr freuen, auch wenn ihm klar ist, dass er bezüglich deutscher Aktien einen starken Home-Bias hat. Liebe Grüße, Florian. Okay. Wow. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zuerst verwirrt, aber jetzt verstehe ich es wieder. Kurzfassung. Das Depot mehr oder weniger wurde mal aufgesetzt. Er hat bestimmte Kaufregeln, Nachkaufregeln, Verkaufregeln. Im Idealfall holt er den Einsatz raus und lässt dann die Anzahl Aktien, die noch übrig bleiben, laufen. Sprich, er lässt eigentlich in diesem Portfolio im Idealfall nur Gewinne laufen und möchte da dann
zukünftig auch nicht mehr nachschießen, so wie ich verstanden habe. Ich glaube so ein bisschen, das ist auch sein Casino-Portfolio, so könnte man das vielleicht zusammenfassen, weil es ist ja nicht so groß, also es ist jetzt 4.660 Euro knapp groß und was haben wir für eine Historie, wie lange läuft das sozusagen schon? Seit Anfang 2020, okay. Also eineinhalb, gut knapp zwei Jahre. Und wenn man das mal anguckt, dann sind das alles rein nur Gewinne, oder wie? Das sind nur noch die Gewinne, die laufen, ja. Weil er nimmt immer den Einsatz raus, so. Kurserfolge, realisierte Kurserfolge, also er hat ja den Einsatz auch rausgeholt. Das wird dann woanders investiert, ja. Genau, also das heißt, diese 4.659 Euro, die wir sehen, sind praktisch rein nur noch die Kursgewinne und oder realisierte Kurserfolge, die wieder reinvestiert worden sind. Das heißt, hier laufen wirklich fast ausschließlich nur noch Gewinne. Ich meine, es ist ein Hobby, ich verstehe es. Also ich meine, die Summe, ich glaube, der Aufwand im Verhältnis zu der Summe, die er hier macht, das macht sich nicht bezahlt. Ich meine, diese Summe spart er in vier Monaten und investiert sie in den Vanguard FTSE All World, sogar mehr als das. Oder? Ja. Also das ist auf jeden Fall einfach eine Spaßsache und als das sollte man es sehen. Ja, definitiv. Du kannst auch noch mal bei Berichte direkt auf Diagramm gehst, unter Vermögensaufstellung. Mhm. Da sehen wir ja dann auch, dass da im Prinzip nichts mehr eingezahlt wurde hier, außer da irgendwie einmal noch 89 Euro und 2 Cent, die da noch irgendwie dazugekommen sind. Und das andere kam dann wahrscheinlich alles zu Beginn, wie du gesagt hast, ne? Einmal Einzahlung und dann sozusagen lass laufen, Gewinne, also ja, Gewinne weiterlaufen lassen, Einsatz rausnehmen und woanders wieder investieren. Genau, gucken, Stone haut gerade noch was Spannendes raus. Bei einer Untersuchung ist rausgekommen, dass die Depots nach Jahrzehnten am meisten performt haben, wo Passwörter vergessen worden oder sonst irgendwie kein Zugang gewesen war. Real Talk. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Das ist kein Depot, sondern eine Abi-Klausur. Es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, nur Gewinne laufen zu lassen, so als kleines Hobbyprojekt. Die Renditen sind ja dann dementsprechend auch, es ist jetzt nur noch Gewinne, die laufen. Ist auch psychologisch vielleicht was Spannendes. Aber also es sind so viele Titel drin, also das überlappt sich so krass, dass ich, also man sieht teilweise gar nicht, wie die Titel heißen so hier, weil nur so eine Aktie von Mitsubishi Estate Co. drin ist und das sind 13 Euro oder nur eine 10 Aktien von Green Code für 16 Euro, also das sind so wirklich mini Positionen, da steht nicht mal mehr gefühlt, also 0,04% vom Portfolio, also wirklich nichts Nennenswertes, aber ist halt der Strategie mehr oder weniger zu verdanken, weil ihr müsst euch vorstellen, da habe ich nicht 500 da reingepackt, also hier bei, nicht bei Fraport, bei Mitsubishi Estate, da ist das Ding hoch gegangen und irgendwie dann wahrscheinlich noch irgendwie 20 Euro Gewinn, dann hat er alles rausgenommen wieder und hat dann auch diese eine Aktie drin gelassen, so. Das war halt dann der Approach und das hat er wahrscheinlich mit all diesen Aktien gemacht. Bei Fraport hat es anscheinend gut geklappt, sehr gut geklappt sogar, am besten geklappt. Da sieht man dann auch zum Beispiel, wo er entweder mit einer höheren Summe rein ist oder auch, wo es halt sich wirklich ausgezahlt hat, zum Beispiel auch. Gehe ich mal davon aus, wenn er fest an dieser Strategie gehalten hat. Ich finde es halt einfach spannend, ne, was man da heutzutage einfach mal ausprobieren kann. Man kann ja dadurch, dass die Ordergebühren heute auch so günstig sind oder vielleicht zahlt er auch gar nichts, wenn er bei einem Broker ist, wo er da eine Flat hat vielleicht. Gratis Broker. Und genau, also ich würde halt einfach zu so einem Broker dann gehen, wenn ich sowas machen wollen würde, wo es dann eben nicht drauf ankommt, wo du dir einfach etliche Aktien reinpacken kannst und dann einfach mal schauen kannst mit einer relativ humanen, kleineren Summe jetzt für ihn gerechnet, was dann passiert. Und das geht theoretisch ja auch noch mit kleineren Summen, wenn man jetzt zum Beispiel sich für Fractional Shares entscheidet. Ja, das ist eben so eine schöne Sache eigentlich. Jeder kann so seine Strategie, die ihn interessiert, einfach mal auch mit wenig Geld ausprobieren. Und ja, so würde ich dieses Portfolio dann auch irgendwie so ein bisschen betrachten und es ist natürlich schon spannend zu sehen, dass es auch, ja, dass das funktioniert, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sein, also ich finde die Strategie an sich spannend, den Einsatz rauszuholen und nur Gewinne mitzunehmen, aber ich würde von dieser Position Mitsubishi, also auch die kleinste Position, die man gar nicht mehr sieht oder lesen kann, bis und mit sogar zum oberen Viertel, da so Richtung TLG Immobilien oder deutsche Konsumreit, bis dort all diese Mini-Positionen auflösen und irgendwo anders reinstecken. Das ist einfach zu crazy. Das ist zu wild. Wenn man das machen würde, das umschichten würde oder innerhalb dieser Aktien umschichten würde, das kostet ja eh nichts, da hat man eine viel bessere Übersicht. Es laufen immer noch die Gewinne so gesehen, aber da hat man eine Übersicht vom Portfolio und man kann dann auch mit diesem Portfolio, auch wenn es nur Gewinne sind, die laufen
gelassen werden, eine streamlinedere Strategie fahren. Das ist ja dann das Spannende. Weil ganz ehrlich, das ist halt so viel Geschmäus hier, eine Aktie von hier 1,5 Aktien, 1,546 Aktien, da sind halt auch Fractionals drin, wohlgemerkt. Auch wenn es ein Spaß-Hobby-Portfolio ist, ich würde es wenigstens versuchen, etwas streamlineder zu gestalten, weil dann könnte es als Endlagerdepot sogar für einige Überraschungen sorgen in den nächsten Jahrzehnten, wo man sich dann auch denkt, wow. Und dann könnte er mit diesem Zweit-Mini-Trading-Depot, Whatever-Depot, Hobby-Depot sicherlich auch ordentlich vielleicht auch noch absahnen in Zukunft in den nächsten Jahrzehnten, ja, wenn er das einfach laufen lässt, die Gewinne. Vielleicht kann er da noch eine mathematische Formel für entwickeln, wie er dann die kleinen Positionen tatsächlich irgendwie los wird und gegen eine andere, größere Position mit guten Chancen ersetzt. Weil man könnte sich ja da in diesem Portfolio auch fragen, möchte man zum Beispiel Fraport, Fresenius und Royal Dutch Shell, soll das ein Viertel vom Portfolio sein oder möchte man da auch rebalancen? Ich gehe mal jetzt davon aus, dass Transaktionskosten kein Thema sind, bei dem Depot, weil es anscheinend eh kostenlos sein würde oder fast schon praktisch kostenlos. Darum ist auch Rebalancen vielleicht ein Thema. Und auch da gibt es wahrscheinlich genügend mathematische Formeln. Wenn es größer als 10% ist, dann dieses, jenes, was weiß ich. Also da gibt es wahrscheinlich viele Optionen, die man als Mathematiker so hat und Physiker. Aber jetzt gerade so, wie es jetzt ist, also es ist dann zu viel, glaube ich, in dem Moment, wo wir das hier oben rechts haben, wo man einfach nichts mehr sieht, oder? Ja, also, ne, wenn du deinen eigenen ETF baust, dann siehst du halt auch nichts mehr. Wenn du einen Wenger aber das ist nicht sein Ziel. Reinhauen würdest, würdest das ist du ja auch nicht sein sehen. Ziel, sein eigenes. Das ist nicht sein Ziel, ja, genau. Wir sollen mal die Dividenden zeigen. Gucken wir mal kurz gleich an. Er hat im Jahr 2020 76,56 € bekommen. Dieses Jahr bereits 115,93 €. Das sind so solide 2,5% netto, oder? 2,5% ungefähr Dividendenrendite. Das heißt brutto so 3,5%. So ein Standard-Return dann, wa? Also eigentlich noch relativ okay. Ich mein, ich kann es auch noch mal ganz genau hier ausrechnen. Ich habe ja hier einen Prozentrechner. Wir haben 4.660, glaube ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. So, von 4.660, sage ich jetzt mal, sind 116 knapp. 2, du bist sehr gut, Thomas. 2,489, also 2,5. Mathematiker Thomas hier wieder am Start. Alter, herzlichen Glückwunsch. Mathematik-Genie hier, hat direkt hier noch, aber ich bin in Mathematik durchgefallen so. Ja, ich weiß, ich muss da auch immer dran denken, wenn du dann solche Hits landest irgendwie und denk mir, wie kann blindes das bitte sein? Blindes Huhn findet auch mal einen Korn, meine lieben Freunde. Das lernt man noch. und ja, Homebuys, wenn wir noch zu dem Thema kommen, er ist sich dessen bewusst. Ich finde Homebuys an sich nichts Schlimmes, wenn man das bewusst so wählt. Also ich finde das dann okay, weil man dann, das ist wie, wenn man halt ein bestimmtes Land auch übergewichtet, wie ich zum Beispiel jetzt auch viel die USA deutlich übergewichtet aufs Gesamtportfolio gesehen und ich finde das nicht weiter schlimm. So, das ist einfach, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dann kann man das gerne machen und dann spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel mehr in Deutschland zu investieren als auch in anderen Ländern, wenn man sich bewusst ist, was man da macht und Gründe für das hat. Er hat sich ja bei ihm auch ein bisschen danach gerichtet, wie er sein glückliches Händchen da hatte. Also wir können hier bei Regionen können wir das sehen, dass der Homebias schon relativ groß ist hier mit den 57% in Deutschland, 13% Großbritannien, 6% Russland und dann haben wir noch ein bisschen hier um die, also zwischen 0,5 und 3% Luxemburg, Norwegen, Schweden, Dänemark. Also hat er sehr gut gemacht, sehr gut aufgeschlüsselt hier. USA mit 11%. Die eigentlich in so einem Welt-ETF mit zwischen 50% und 60% rangieren. Die sind hier nur mit 11% vertreten. Dickes Fisch. Bei ihm ist eigentlich sozusagen, wenn das jetzt der Vanguard Futsal World wäre, wäre Deutschland die USA. Das ist der Vanguard Germany's World.